Thrall gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Eure Zeit ist gekommen. So, und damit erstmal ein herzliches Hallo an alle Zuschauer. Das hier sind ein paar kleine Sonderfolgen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich spiele ja gerne mal abends eine Runde Hearthstone. Und es kommt einfach mal hin und wieder vor, dass da solche epischen Sachen passieren. Und dann habe ich sie nie aufgezeichnet. Also habe ich mir gedacht, ich mache die Kamera mal an und zeichne einfach mal alles auf. Die Spiele hier habe ich vor ein paar Tagen gespielt. Das ist das Ganze, was ich jetzt noch sage. Das ist so mehr oder weniger im Nachhinein dazu kommentiert. Ich spiele hier gegen einen Druiden, momentan ein gewertetes Spiel auf Rang 20. Und ja, mein Gegner hat hier mit Wildwuchs erstmal einen tobenden Worgen aufs Feld gerufen. Und ich habe da erstmal 2-2-3er auf das Feld gerufen, was jetzt nicht unbedingt die beste Wahl war. Aber ich habe damit erstmal effektiv seinen Worgen zumindest, ja, sagen wir mal, beschädigt. Er schießt mir trotzdem in der ersten Runde, in der zweiten Runde gleich mal 5 Schaden ins Gesicht. Das tut schon mal relativ weh. Aber zum Glück habe ich da noch 2 Beutehamster auf der Hand und den Zombiefraß kann ich hier opfern, ohne dass ich von seinem Todesröcheln irgendeinen Nachteil habe. So. Die ersten Runden sind zwar jetzt nicht unbedingt so gut verlaufen, allerdings hat der Druide keine Karten auf dem Feld, entfernt meinen Beutehamster allerdings mit Unbändigkeit. Ich hätte ihn eher mit der Heldenfähigkeit weggeräumt, weil, ganz ehrlich, der eine Schaden hätte es nicht unbedingt rausgerissen. Stattdessen eine Karte zu verschwenden, ich weiß nicht. Unbändigkeit hebt man sich normalerweise auf, wenn man mal richtig hochgesteckt hat, um den richtig fetten Diener wegzumachen. Oder man spielt sie einfach gar nicht, weil ich persönlich finde, die Karte ist gar nicht mal so gut. Auf jeden Fall ein zweiter Beutehamster, einfach nochmal ein paar Karten ziehen. Aber ich hatte in diesem Spiel hier anscheinend keine allzu gute Hand. Aber immerhin noch ein nerubisches Ei gezogen, die Dinger kann man ja immer brauchen. Das Deck, das ich hier spiele, ist übrigens ein Deathrattle-Schamanen-Deck, also Todesröcheln-Schamane. Muss ich nicht unbedingt so viel dazu sagen. Haufen Karten, die Todesröcheln-Effekte haben und einen Haufen Karten, mit denen ich diese auslösen und teilweise auch duplizieren kann. Funktioniert teilweise ganz gut, man braucht nur manchmal ein bisschen Kartenglück und mein Gegner attackiert mich hier volle Kanne, benutzt alle Karten, die er irgendwie hat, um seine Angriffe und vor allem seine Rüstung zu stacken. Ich habe mir gedacht, ich stopp ihn da erstmal mit einer Monstrosität, weil wenn er die kaputt haut, dann schlüpft auch das nerubische Ei, weil, wie ihr wisst, die Monstrosität explodiert beim Tod. Macht 2 Schaden auf alles, was da ist, inklusive den Helden. Da das nerubische Ei dann auch weggeht, kriege ich einen 4-4er. Eigentlich eine ziemlich nette Kombination. Und mein Gegner muss hier erstmal überlegen, wie er mit der Situation klarkommt. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, was er jetzt alles genau noch macht. Ich habe das Ganze, ist schon ein bisschen länger her, dass ich das aufgenommen habe. Ich schaue mir die Spiele gerade noch einmal an. Er hat bis jetzt nur seine Heldenfähigkeit getriggert und sonst noch gar nichts gemacht. Er hat einfach seinen Zug beendet. Ja gut, so kann man es auch machen. Da habe ich einen Mana-Flut-Totem gezogen. Das spiele ich damit auch gleich. Und noch ein Totem dazu. Das braucht man zwar nicht, weil das geht eh kaputt, wenn das in die Monstrosität hochgeht. Aber wenn man das Mana hat, kann man es genauso gut ausgeben. Könnte ja ein Verbrennungstotem kommen und der kann ja sein, dass er wieder nicht angreift. Dann hat man in der nächsten Runde einen Schaden mehr. Das Mana-Flut-Totem lässt mich auf jeden Fall erstmal eine neue Karte ziehen. Ich kriege eine Reinkarnation. Eine der Schlüsselkarten in diesem Deck. So, da spielt er ein Sternfeuer und lässt meine Monstrosität hochgehen. Und ich kriege einen 4-4er. Da zieht er seine zweite Klaue und macht mir mein Mana-Flut-Totem einfach so kaputt.
Habe ich eben nur eine Karte damit gezogen. Gut, kann man auch machen. Lohnt sich zwar erst wirklich, wenn man zwei Karten damit zieht, aber ja, er hat einen zwei Removal ziehen müssen. Kann man schon gehen lassen. Verzeiht nicht. Da kommt er mit einem Camp Bloodhoof und einem Schlamm. Da ich keine Waffe habe, ist der Kampfschrei-Effekt gerade nutzlos. Bei dem Kern habe ich mir gedacht, den frosche ich lieber mal, weil ich will nicht noch. Ich will mich nicht mit Kern umschlagen, nur um gleich danach mit Bane Probleme zu kriegen. Da habe ich ein Heiltoten bekommen. Das Beste, was ich in der Situation hätte kriegen können, denn ich kann so ein bisschen traden, ohne dass er in der nächsten Runde einfach mit seiner Heldenfähigkeit meinen Naruba kaputt machen kann. Da kriegt er außerdem nochmal schön ordentlich auf die Fresse, weil der Feuerelementar, der teilt ja schließlich ordentlich Schaden aus. Mein Schild für Argus. Da holt er sich ein paar Pseudospotter. Und ich habe mir dabei jetzt eigentlich gedacht, ja, jetzt wird's endlich mal Zeit, den großen Trumpf auszuspielen. Bringt zwar in der Situation nicht so viel, wie er maximal bringen könnte. Soldaten der eisigen Finsternis, folgt den Rufen. Aber man kann wenigstens einen Neruba wegopfern, damit er in der nächsten Runde oder eigentlich in derselben Runde gleich wiederbelebt wird. Denn wer Kel'Thuzad nicht kennt, der belebt am Ende jeder Runde, also inklusive der gegnerischen Runden, alle Viecher wieder, die in dieser Runde gestorben sind. Aber zumindest auf deiner Seite vom Feld, sonst wäre er ja nicht unbedingt gut. Und sonst ist er immer noch ein schöner 6-8er. Gut, 6-8er für 8 ist jetzt nicht wirklich stark, aber ja, für den Effekt ist das ganz okay. Hält auf jeden Fall ordentlich was aus. Da hat er seinen Verteidiger von Argus nochmal schön hochgebufft auf 3-8 und tradet komischerweise mit meinem Feuerelementar. Also, gut, ist ja nicht mal richtiger Trade. Was er dabei allerdings nicht bedacht hat, ist, dass der gleich wiederbelebt wird. Gut gespielt. Ich gebe mich geschlagen. Und an der Stelle, als er das gesehen hat, hat er sich wohl gedacht, oh, fuck. Ja, hat er wohl aufgegeben. Und der Sieg geht an mich. So, gleich im Anschluss kommt gleich ein weiteres Spiel. Thrall gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Zeit ist gekommen. Oh, wieder mit dem Todeshöchel-Schaman. Das ist auch das Einzige, was ich an dem Abend gespielt habe. Ich hatte nämlich eine Quest für Schamanen offen. Deswegen habe ich den ganzen Abend mit Shami gespielt. Auf jeden Fall hier, ja, diesmal gegen einen Priester. Hab zumindest wieder ein Zombie-Fraß auf der Hand. Und eine Waffe des Felsbeißers, um notfalls einen Northshire zu removen. Ich spiele auf jeden Fall Standardanfang, Zombie-Fraß und erstmal den Zug beenden, weil mehr kann man in der ersten Runde ja eh nicht machen. Ich hatte ja auch nicht mal eine Münze oder ähnliches. Ich frage mich, ob... Der Priester macht erstmal gar nichts. Denke ich mir auch gut. Totem raus, angreifen, weiter. Gar nicht lange rummachen. Und zum Glück auch gleich ein Verbrennungstotem gekommen, damit das in der nächsten Runde auch gleich noch weiter draufhauen kann. In dem ganzen Totem-Set ist nur ein einziges wirklich nutzloses dabei. Weil dieses Schaman-Deck hat keinen einzigen Schadenszauber, weswegen das Zaubermachtstotem fast nutzlos ist. Es ist halt ein, ja, ich nenne es gern einen 0-2er mit Pseudospot. Denn der Gegner will es trotzdem immer wegmachen, weil er ja nie weiß, ob ich vielleicht doch einen Zauber mit drin habe. Der Gegner kennt ja mein Deck nicht. Deswegen hat es Pseudospot.
Der Grund, warum ich hier übrigens beide angehauen, also mit den zwei Schaden auf dem Helden und mit dem einen Schaden auf dem Lichtbrunnen gegangen bin, war folgender. Der Lichtbrunnen kann nur ein Ziel auf einmal heilen und wenn ich jetzt mit beiden auf den Helden gegangen wäre, hätte der Lichtbrunnen den Helden geheilt. Wollte ich nicht machen, also wollte ich nicht, also habe ich gesagt, ja, den einen Schaden auf den Lichtbrunnen, einen auf den Helden, dann hat man eine 50-50 Chance, ob der denn auf, ja, ob er dann auf den Helden oder auf den Lichtbrunnen geht. In diesem Fall hatte ich Glück gehabt, der Lichtbrunnen hat sich selbst geheilt. Auf jeden Fall bufft er seinen Lichtbrunnen auf 5-5 hoch und er silenced meinen Mana-Flut-Totem, was ich jetzt eigentlich gar nicht so toll finde. Weil gesilenced ist das einfach nur noch ein 0-3er. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich dafür nicht schon eine passende Lösung auf der Hand hätte. Ich spiele einfach Geister Ahnen auf das Mana-Flut-Totem, gib ihm Waffe des Felsbeißers und opfere sowohl die Zombie-Fraß als auch das Mana-Flut-Totem rein. Dann kriege ich nämlich direkt ein neues Mana-Flut-Totem und das ist nicht mehr gesilenced und ich kann weiter Karten damit ziehen. Und habe nebenbei noch einen Lichtbrunnen removed. Dem Priester habe ich damit anscheinend Schachmatt gesetzt, denn er weiß erstmal wieder nicht, was er tun soll. Aber ich denke mal, er hat noch nicht ganz aufgegeben, denn so wie ich das sehe, dauert das Spiel hier noch ein kleines bisschen. Und er spielt erstmal Gedankenraub und klaut mir die Karten aus dem Deck. Oder kopiert sie. Klauen würde er sie ja nur tun, wenn er sie mir aus dem Deck ziehen würde. Das Blöde ist nur, dass man nie genau weiß, was er bekommen hat. Ich spiele auf jeden Fall erstmal den Schlickspucker, denn da der Todesröcheln hat, kriegt mein 1-2er noch einen kleinen Buff von +1/+1 und ist dadurch zu einem 2-3er geworden. Das kriegt er ja jedes Mal, wenn man eine Karte mit Todesröcheln spielt. Da spielt er eine Monstrosität, die er mir anscheinend aus dem Deck geklaut hat. Und da habe ich Kel'Thuzad wieder gezogen, kennen wir aus dem letzten Spiel. Der hat mich im letzten Spiel, da hat mir im letzten Spiel gut zum Sieg verholfen. Ich denke, ich habe mir da überlegt, wie ich die Monstrosität wegkriege, habe ich dafür entschieden, Feuerelementar anschwächen und dann mit dem Feuertotem reintraden. Überlebt dann nämlich auch noch alles, auch wenn nur zwei Karten mit einem Leben dastehen. Hauptsache, sie leben noch. Das Mana-Flut-Totem muss sowieso nur stehen, damit ich Karten ziehen kann. Und mehr Karten auf der Hand gibt mehr Möglichkeiten. Habe eh schon sehr, sehr viele Karten damit gezogen und es hat sich schon mehr als gelohnt. Und da muss mein Gegner mal wieder ein bisschen nachdenken. Aber gut, ich will ihm die Zeit gewähren. Ich muss schließlich auch manchmal ein bisschen länger nachdenken, ob ich überhaupt was machen kann. Bei manchen Zügen, die sie dann rausbringen, denke ich mir dann ist allerdings, ob sie jetzt wirklich so lange für sowas gebraucht haben. Naja gut. Egal, ihr kennt das Problem sicherlich auch mit irgendwelchen viel zu langsamen Gegnern. Da spielt er auf jeden Fall die heilige Nova, haut mir meinen Totengräber und meinen Mana-Flut-Totem kaputt. Und mit einem Smite finisht er noch mein Feuerelementar. Da habe ich mir gedacht, da spiele ich mal den guten Kern. Weil im Kern ist der Kern auch gut. Gebt mir eine Quest. Oh, da kommt er mit einem rastlosen Abenteurer. Dann klaut er mal als nächstes eine Karte aus der Hand. Womit er ausgerechnet von allen Karten meine Verhexung erwischen muss. Da habe ich mich schon ein bisschen geärgert. Er hätte alles mögliche bekommen können. Zum Beispiel einen Geister Ahnen oder Baron Totenschwur. Meinetwegen auch meine Monstrosität oder Kel'Thuzad. Aber nein, er kriegt den Frosch.
jeden Fall bufft er seinen Abenteurer ganz schön nach oben. Ich habe zum Glück noch zwei Spotter auf dem Feld. Und da spiele ich erstmal Baron Totenspur. Für alle, die ihn nicht kennen, er sorgt dafür, dass alle Todesröcheln-Effekte zweimal ausgeführt werden. Das sieht man hier jetzt recht eindrucksvoll. Der Todesröcheln-Effekt kommt zweimal und weil ich ihm vorher noch Todesröcheln gegeben habe, dass er wieder aufs Feld kommt, ist er noch zweimal wiedergekommen. Somit habe ich jetzt mein ganzes Feld voller Spotter. Sein Abenteurer geht weiter hoch und er heilt sein rubisches Ei tot. So, jetzt hat er einen 8-8er Abenteurer und kommt nicht durch meine Spottwall durch. Und von allen Spottern, die ich habe, greift er natürlich genau meinen Frosch an. Das ist eine Sache, die ich nicht unbedingt verstanden habe, weil er hat dann 8-8er und er macht einen 0-1er damit weg. Das war für mich dann so die Gelegenheit, den guten alten Kell rauszuholen. So, jetzt geht mir nur leider der Platz auf dem Board aus. Sonst wären jetzt nochmal zwei Schlicks gekommen. Nämlich so wie hier. Jetzt habe ich sehr viele Schlicks und weil ich mir gedacht habe, nee, ich lasse lieber ein paar andere Karten von mir wiederbeleben, opfer ich die beiden Schlicks nochmal. Greif mit meinem Lieblingsbaron nochmal kurz auf die Lebenspunkte an und hol mir einen weiteren Schlickspucker und einen neuen Beutehamsterer, der mich nochmal ein paar Karten ziehen lässt mit Kel'Thuzad zurück. Kel'Thuzad belebt nämlich, sofern im Zug mehr gestorben sind, als auf dem Feld Platz ist, so wird er stets die beleben, die zuerst umgefallen sind. Er spielt einen Schattenwort Schmerz und gibt mir einen weiteren Schlick. Und versucht irgendwie durch meine Schlickmauer durchzukommen, was allerdings relativ wenig Sinn hat, da die sowieso wiederbelebt werden. Da heilt er mir meinen Beutehamster nochmal tot. Darf ich nochmal zwei Karten ziehen, denn der Totenspur ist ja immer noch auf dem Feld. Und dann spielt er noch einen uralten Wächter, der in diesem Moment allerdings nicht viel bringt. Ja, mein Feld ist jetzt dauervoll. Ich habe eigentlich freie Bahn. Ich habe dann nur überlegt, ob ich nochmal irgendwas opfern soll, um noch was zu spielen. Habe mich dann dazu entschieden, ja komm, holst das Feuerelementar nochmal raus. Muss halt vorher nur dementsprechend die ganzen Schlickviecher opfern. Und dann habe ich mir gedacht, ja, der Wächter, der tut mir vorerst mal nichts. Kann man aber trotzdem zwei Schlicks reinopfern. Und da habe ich mich mit Mana ein bisschen verrechnet. Wollte eigentlich Sylvanas noch spielen, habe mich dann aber dann doch umentschieden. Holt mir lieber noch einen Beutehamsterer und noch einen Totengräber. Und Kel'Thuzad gibt mir noch einen Schlickspotter. Für den Fall der Fälle. So, und da kommt endlich der Silence auf Kel'Thuzad. Ja, jetzt wo er ihm nicht mehr wirklich viel bringt. Da heilt er sich nun mal. Ihr habt mich besiegt. Und gibt auf. Ja, das war's dann erstmal von dieser Folge. Im nächsten Part, also ich habe noch drei weitere Kämpfe, werde ich nochmal, ja, wie gesagt, drei weitere Kämpfe zeigen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Ich verabschiede mich hier. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.